Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem letzten Vlog 2015. Es ist ein bisschen verspätet, aber ich wollte es ganz bewusst an diesem Tag heute erscheinen lassen und wünsche an dieser Stelle ganz erstmal frohe Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen mal runterfahren können, könnt jetzt ein bisschen die Stadezeit, wie man hier so schön sagt, genießen. Und auch wenn es hier leider nicht weihnachtlich ist, aber ich werde es mir jetzt dann auch weihnachtlich machen. Ich bin nämlich Weihnachten bei meiner Mom in Wien und da werde ich die Zeit auf jeden Fall genießen. Mal 1, 2, 3 Tage kein Rechner, das ist auch mal ganz erholsam. Und ja, ich glaube, ich freue mich schon sehr drauf. Jetzt aber an dieser Stelle im guten alten Günther Jauch-Style, würde ich fast sagen, ein Jahresrückblick 2015. Beziehungsweise Rückblick ist falsch gesagt, weil wir blicken nicht, sondern ich erzähle ein wenig. Und ja, es ist das Jahr viel passiert. Es war sehr turbulent teilweise, es gab Höhen und Tiefen, es gab Rückschläge, es gab teilweise Momente, wo ich mir dachte, ich schmeiße alles hin, ich habe einfach keine Lust mehr. Es gab tolle Momente, da muss ich einfach an Bowington und Chatham denken, dass ich beides Wargaming zu verdanken habe, dass die wirklich das Jahr ein toller Partner waren. Es gab eine Wargaming-Party auf der Gamescom, die interne von Wargaming selber und auch nochmal die für die ganze Community. Community Party war auch der Hammer. Viele tolle Leute kennengelernt und tolle Gespräche geführt. Ich wusste gar nicht, dass man so viele Fotos mit mir machen will. Hat mich etwas überrascht, aber fand ich irgendwie beeindruckend. Und deswegen war das Jahr 2015 für mich als kleiner YouTuber unglaublich. Weil ich nie gedacht hätte, dass das irgendwie mal so ist, wie es ist. Also, dass ich da irgendwo mal eingeladen werde, dass sich Leute für mich interessieren, die ich gar nicht so live kenne. Ja, war speziell und ich bin sehr, sehr dankbar für das Jahr. Also, es war eine tolle Sache. Die Homepage Wargames News will ich auch nicht außer Acht lassen. Lief auch sensationell. Dieses Jahr sind wieder neue Höchststände passiert. Es ist mittlerweile fast normal, dass wir im Monat 1 Million Seitenaufrufe haben, das ist auch sensationell. Ich habe da ein tolles Team, also an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die Jungs und Mädels. Es ist gar kein Mädel dabei. Also an die Jungs. Und ja, das war einfach toll. Außerdem bei YouTube auch die 10.000er Marke geknackt. Auch das war so ein Ziel, was ich eigentlich Mitte des Jahres schon abgeschrieben hatte und mir dachte, okay, das wird nichts mehr das Jahr, das ist was für 2016. Jetzt ist es doch noch so weit gekommen, dass die 10.000er Marke geknackt worden ist. Also auch das ist fantastisch. Hat mich gefreut wie ein kleines Kind. Weil es auch, wenn es nur eine Zahl ist, aber es ist irgendwie doch sehr viel, sehr, sehr viel Arbeit zwischendrin. Und ihr habt es ja gemerkt von dann zwischenzeitlich jeden Tag 3 Videos auf jetzt nur noch 2. Es ist einfach mit 3 Videos für mich nicht stemmbar von meiner normalen Arbeit her. Aber jetzt mit 2 Videos macht es so viel Spaß, wie es machen soll für ein Hobby. Und ich glaube und hoffe, ihr habt auch euren Spaß. Was war noch 2015? Also lustigerweise, ganz vor kurzem erst, also im Prinzip letzte Woche, habe ich meinen den Film 2015 für mich gesehen. Ich war zum einen ein bisschen enttäuscht von Marvel's Avengers, dass der nicht so eingeschlagen hat, wie ich es mir erhoffte. Also er war zwar gut, aber er war jetzt nicht so wie der erste Teil. Der hat mich bei weitem mehr geflasht und gepackt. Star Wars wiederum war ganz genau so, wie ich es mir erhoffte. So viele Gänsehaut-Szenen hatte ich schon lange nicht mehr in einem Film und Star Wars war für mich ganz klar der Film 2015. Dann außerdem habe ich ja das Jahr dann auch noch jetzt gerade vor kurzem meinen Rechner endlich fertigstellen können. Ihr habt die Bilder ja gesehen, auch vom Gehäuse, weil ich mir dann am Schluss auch noch ein neues Gehäuse eingebildet habe, wegen Temperatur und Silent und bla bla blub. Also auch da noch neues Gehäuse gemacht und ja, jetzt habe ich endlich meinen Rechner mit meinen Prozesse, der läuft und allen drum und dran, so wie es sein soll. Es ist erstaunlich, wie viele Frames auf einmal aus so einem Spiel rauskommen können. Es ist wirklich toll, auch wenn es extrem ins Geld gegangen ist. Ich hatte die Kosten am Anfang, lustigerweise ehrlich, bei der Hälfte veranschlagt, was ich ausgeben wollte. Und ja, dann habe ich es einfach mal ums Doppelte dann überschritten. Also es war dann schon spannend. Aber am Ende bin ich sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist. Ja, ansonsten will ich jetzt gar nicht euch zu viel Zeit stehlen. Ihr werdet noch das ein oder andere Gewinnspiel das Jahr hier präsentiert bekommen. Sowohl Armored Warfare als auch Wargaming oder World of Tanks hat da noch mal ein bisschen
die Taschen aufgemacht und dementsprechend auch da kann ich euch nochmal was Gutes tun. Ich bin einfach happy über, wie alles läuft. Dementsprechend jetzt zum Weihnachten, also Herr Kapellmeister, jetzt Musik. Müsst ihr jetzt kommen. Jetzt wünsche ich euch ein ganz schönes, tolles Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr genießt es in etwa nur so ein bisschen, wie ich das mit in Wien bei meiner Mama und bei meinen Verwandten genießen kann. Einen tollen Rutsch, weil wie gesagt, das nächste Vlog wird erst 2016 wieder passieren. Also deswegen auch jetzt schon mal vorab einen tollen Rutsch. Kommt gut ins Jahr, feiert und nehmt euch nicht Unsinn vor, den ihr nicht durchhalten könnt, sondern macht das, was realistisch ist, wo ihr Spaß habt. Ich hoffe, wir haben viele tolle Momente. Ich freue mich nächstes Jahr extrem schon wieder auf die Gamescom. Ich freue mich extrem schon wieder auf die Community Party und euch zu sehen. Es ist gerade auch so ein bisschen der Gedanke gereift, dass ich an einem Abend unter der Woche in Köln ein Alcaramba Community Treffen will, machen will. Weil auf der Gamescom selber ist das immer ein bisschen zu schwierig. Man will ja was spielen und man steht auch an. Deswegen vielleicht einen Abend. Muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme. Ja, das reift alles so ein bisschen. Jetzt kann ich euch, wie gesagt, nur sagen, frohe Weihnachten, gutes Neues und bis 2016.